Und wir spielen mal, wie ihr seht, ein anderes Texture Pack. Und zwar habe ich mir ein nettes Pack von Phasen genommen. Und alle schreiben hier irgendwie, hi Phasen, hi Phasen, hi, hi, hi. Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Survival Games. Wir spielen auf der Oldschool Map Survival Games 4. Ja, die Map aus den guten alten Zeiten ist immer noch total im Trend. Und wir spielen mal, wie ihr seht, ein anderes Texture Pack. Und zwar habe ich mir ein nettes Pack von Phasen genommen. Und alle schreiben hier irgendwie, hi Phasen, hi Phasen, hi, hi, hi. Und lol, wir haben die Kiste sogar richtig gut noch bekommen. Ich würde das mega feiern, wenn Phasen hier in der Runde wäre, ne? Das wäre so lustig. Aber ich glaube es eher nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber das sehen wir ja dann, wenn er vielleicht dort ist oder nachher noch die Runde gewinnt. Wenn wir vielleicht ins Deathmatch kommen, das sehen wir ja dann, ob das vielleicht doch Phasen war. Ob Phasen hier drin wäre und bla bla bla. Und ich weiß gar nicht, warum ich darum rede. Es ist doch total irrelevant, ob Phasen hier drin ist oder nicht. Eigentlich sollte es irrelevant sein. Weil wenn dann halt ein YouTuber drin ist, dann wäre es halt einfach so. Da haben wir noch eine bessere Body und da drüben ist schon ein Dude, den wir sogar vielleicht eventuell unter Umständen töten könnten. Ja, er rennt halt jetzt weg. Er rennt halt weg, aber so einen schönen Free-Kill, den will man sich doch eigentlich nicht entgehen lassen. Ne? Da hat er noch einen Hit bekommen. Was macht der Dude denn, Alter? Bekommt natürlich jetzt gerade keine Hits wieder. Doch jetzt, ey, ich bin natürlich auch nicht die beste Person in Survival. What the hell is going on by this guy? Nein, 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 nein. Der darf nicht an Feuer sterben. Ich will ihn töten. Nice. Haben wir ihn wenigstens noch getötet. Boah, das Feuerzeug ist auf in dem Texture Pack ja auch mal richtig, richtig nice. Da kann man auf jeden Fall mal nichts dazu sagen. Dann machen wir dich mal auf die 1, das ist auf die 2. Vielleicht werden wir es ja gebrauchen. Da hinten kommt einer. Der ist allerdings ein bisschen besser ausgerüstet als wir. Das brauchen wir eigentlich nicht, den Stuff hier, aber wir müssen jetzt aufpassen. Da hinten ist einer. Da hinten ist einer, der sieht so aus, als könnten wir den eventuell vielleicht sogar besiegen. Das wäre so mega. Okay, die sind am Kämpfen auf jeden Fall. Da kann man vielleicht sich was gönnen. Nice, den haben wir. Und ich hatte mal gesagt, da oben müsste noch einer sein. Gehen wir da. Na, das ist mir jetzt gerade. Okay. Okay, 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 nein, 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 der hatte sogar nur ein halbes Herz, ne? Krass. So, da sind wir dann nach dem kleinen Fail in einer weiteren Runde. Wir spielen Roseville, die ist meiner Meinung nach auch schon eigentlich so eine kleine Oldschool-Map geworden, weil die auch schon recht lange auf dem Server ist und ich die auch früher extrem oft gespielt hatte. Und deswegen ist sie schon eigentlich so ein bisschen historisch geworden, meiner Meinung nach. Und dann gucken wir mal, was wir jetzt so gerissen bekommen auf jeden Fall. Da oben, da in die Kiste, nice, geht. Sie gehen sau wenig Leute immer dran. Das finde ich richtig krass. Hier ist auch noch eine Kiste. Nice. Also, ich denke mal, der Stuff ist auf jeden Fall relativ in Ordnung. So, weil eine Dia-Axt ist natürlich bekanntlich so gut wie ein freaking Eisenschwert. Vielleicht hat hier jemand die Spawnkiste noch nicht gelootet. Das sieht aber so aus. Und dann gehen wir einfach mal da hinten hin, weil da laufen auch öfters mal Leute hin. Nice. Die sind sich am Bekämpfen, haben auf jeden Fall schon mal gleich Damage Intus, nennen wir es einfach mal so. Nice, den haben wir uns abgestaubt. Da kommt jetzt wahrscheinlich der andere Dude und stoppt. No! Also ich würde mal sagen, 1K Ways to Fail würde dem Video doch eigentlich relativ gut stehen, oder? Also da kann man eigentlich nichts zu sagen. Ich weiß nicht, ich bin natürlich jetzt nicht die beste Person hier in Survival Games. Das wisst ihr ja von mir, weil ich meistens irgendwie sowas wie Skywars, Ender Games oder was weiß ich, oder in Teams spiele, weil in Teams kriege ich da meistens auch vielleicht was hin. Aber irgendwie so alleine läuft das, glaube ich, nicht so gut. Aber wir können natürlich trotzdem immer noch weiterhin unser Bestes probieren. Und ich denke mal, ihr würdet das ja auch gerne sehen. Vielleicht gewinne ich ja noch eine Runde. Vielleicht, vielleicht, vielleicht auch nicht. Das sehen wir ja dann. Und da sind wir von Dude. I hope that they won't have damage. Hey, 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 hey. No. Nein. Ist der jetzt tot? Habe ich den getötet? Wo sind da hin? Da hinten. Weißt du was? Wir lassen den jetzt einfach mal in Ruhe. Ich habe immerhin mal eine Waffe. Das ist gut. Die konnte ich mitnehmen. Und dann suchen wir jetzt einfach mal ein bisschen weiter nach Kisten, ne? Weil Mistkönnen. So. Wir haben sogar Lapis. Ich bin mal gespannt, wie die Abstimmung aushält. Wahrscheinlich, wenn ihr das Video seht, dann wird die Abstimmung, was Lapis angeht, sowieso schon ja, beendet sein, weil ich das hier auch wieder am Vorproduzieren bin, weil wegen Urlaub, ich fahre ja 2 Wochen lang in den Urlaub, bin komplett
abgeschottet vom Internet und kann deswegen gar nichts machen. Und ich möchte natürlich trotzdem, dass ihr weiterhin Videos habt. Das ist natürlich auch eine Sache, die mir sehr, wie soll man das sagen, am Herzen liegt natürlich, ne? Und auf diesem, in dieser Ecke hier von der Map war ich einfach noch nie. Ich war noch nie hier. Oh nein, ich habe sogar eine Hose. Das ist cool. Und da hinten ist ein Gegner. Ah, die sehen doch beide irgendwie so ein bisschen so aus. Das können sie so ein bisschen Schläge vertragen, oder? Okay. Sind die sich irgendwie hier... Sind die am Team oder was geht hier? Hä? MLG-Affe. Come on. Nein, der hat mich... Also ich muss ja echt schon sagen, dass ich langsam aber sicher bezweifle, dass das hier noch irgendwas wird. Irgendwann mal. Oh, nice. Den Start haben wir mal richtig schön gefailt wegen einem Lag. Nice, dankeschön. Ihr könnt mir ja mal... Oh, nice, eine Waffe. Eine schöne Waffe sogar. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Werde ich jetzt zu diesem Zeitpunkt noch irgendetwas reißen? Ja, nein, vielleicht kreuzt es bitte, bitte, bitte an. Ja, nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich bin nicht so der SG-Player, der absolut den Skill am Schlüssel hat. Aber es macht Spaß und ich hoffe, es macht euch auf jeden Fall auch Spaß, dieses Video hier zu sehen und zu sehen, wie ich abfeile. Ey, das ist doch absolut nicht mehr normal. So, hier ist noch eine Kiste. Ich glaube, hier war noch keiner. Ja, hier war auf jeden Fall noch keiner. Wir haben gute Rüstung und wir könnten eigentlich jetzt schon sagen, ey, komm, wir gehen jetzt mal auf den nächsten Gegner drauf. Nee, da habe ich jetzt gerade gar keine Lust reinzugehen. Deswegen, wie gesagt, wir gönnen uns jetzt einfach mal den nächsten Gegner. Der ist irgendwie da vorne. Ich sehe aber noch keinen Nametag und hier war auch noch gerade... Lol. Okay. Hier war auch gerade noch gar keiner. Ja, vorbei hier im Haus ist auch keiner. Nee, wo ist der denn? Wo ist der denn? Der muss da! Da vorne sind zwei Leute. Das ist super. Das ist doch mal perfekt. Die sind sich sogar gerade am Bekämpfen. Meine? Der ist auch mir. Nice. Jetzt habe ich natürlich ganz dreckig abgestaubt. Das tut mir ein bisschen leid. Aber ich konnte halt einfach gerade nicht. Ich meine, ganz ehrlich, Leute, wer hätte da jetzt nicht einfach sich die Kills gegönnt und gesagt, komm... Wir gehen da jetzt drauf. Ich bin ja auch nur nach dem Kompass gelaufen. Ich bin ja jetzt nicht gezielt da drauf gegangen. Ich wollte einen Fight haben. Und so, wir laufen jetzt einfach mal wieder straight nach dem Kompass nach und gucken, ob wir den Dude da hinten gleich bekommen könnten. Der sieht zumindest mal so aus, als wäre er in der Lage dazu, uns vielleicht einen Kill zu geben. Das ist natürlich jetzt gerade ein bisschen suboptimal gelaufen. Come on, Dude. Bisschen... Low Ground wäre natürlich nice, wenn ich jetzt noch ein bisschen was bekäme. Okay. Okay, 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 okay. Wenn er noch einen Hit setzt, dann bin ich down. Dann bin ich down for life. Okay, warte. Ich bräuchte jetzt mal einen Range Hit. Ein Range Hit wäre jetzt super geil einfach. Ein Range Hit wäre super mega. Kommt, nice. Wow, den haben wir sogar. Ich hätte ehrlich gesagt gerade nicht mehr erwartet, dass wir den noch haben, ne? Alter, so, Eisenhose haben wir, guten Helm haben wir auch. Wir können, ne, Eisenschwert haben wir sogar schon. Das heißt, es ist unnötig. 1, 2 und es ist sogar schon eigentlich fast Deathmatch. Krass. Also, das ist richtig krass. Ey, die Melonen sehen richtig nice aus in dem Texture Pack. Da kann man eigentlich nichts zu sagen. So, wir gehen jetzt einfach wieder nach Kompass nach. Egal, ob jetzt gleich Deathmatch ist oder nicht, weil im Deathmatch kriege ich sowieso nichts hin. Das seid ihr ja eh von mir gewohnt. Ich bin immer so unglaublich am Tiefstapel, aber manchmal da geht's, ne? Manchmal da läuft's, manchmal nicht. So, jetzt haben wir Deathmatch. Das ging super schnell für die Runde. Normalerweise dauert das hier immer ewig, bis hier mal Deathmatch ist. Ich bin gerade am Überlegen, sollen wir jetzt direkt auf den Gegner drauf? Ja, nein, vielleicht bitte hier ankreuzen nochmal. Ich weiß es wirklich nicht. Weil man könnte jetzt natürlich auch gucken, je nachdem, was für eine Deathmatch-Map kommt, ob man sich das Diamantschwert gönnen könnte. Eventuell, es leben nur noch 3 Spieler, ne? Ob man sich dann das Eisenschwert, nein, das Dia-Schwert gönnt, meine ich natürlich. Oder ob man jetzt natürlich sagt, nee, ich halte mich so ein bisschen konservativ. Und macht da mal gar nichts. Na? Come on. Das ist langweilig, wenn du nichts machst. Das ist langweilig, komm. Okay, okay, weil weißt du was? Ich roll ihn jetzt einfach zurück. Ich will erst im Deathmatch kämpfen. Ich will im Deathmatch kämpfen. Oh Gott, nein, das ist schlecht. Nein, wir sind tot. So Leute, jetzt sind wir doch immerhin mal im Deathmatch. Wir haben es geschafft. Und ich würde sagen, wenn euch dieses knackige Video gefallen hat, weil ich einfach mal wieder Survival Games bringen wollte. Leute, jetzt ist der Tür natürlich auch noch in die Lava gefallen. Der wird wahrscheinlich sterben. Der, ja, nice. GG auf jeden Fall.
Wie gesagt, ich habe einfach mal ein bisschen Survival Games spielen wollen, weil ich da mal wieder Bock drauf hatte. Wenn euch das gefällt, dann lasst gerne einen positiven Daumen nach oben da. Sagt man das so? Ja, lasst es einfach mal da. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut rein, bis dann und tschüss.